Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unserer Science Slam Talks. Mein Name ist Julia Offe und ich werde heute Abend gemeinsam mit Holger Kühnholz diese Sendung moderieren. Ja, schönen guten Abend an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und Interesse an der Wissenschaft habt. Und ich kann euch versprechen, wir haben ein super Programm heute vor. Viele spannende Expertinnen und Experten. Genau, die Science Slam Talks, ich sage nochmal was ein bisschen zum Format, sind ein Projekt vom Haus der Wissenschaft in Braunschweig und zwar im Rahmen des Wissenschaftsjahres Bioökonomie. Das Wissenschaftsjahr geht 2020 und 2021 und es wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und diese Science Slam Talks sind so ein bisschen jetzt unser Ersatz dafür, dass wir eigentlich natürlich gerne richtige Science Slams zum Thema Bioökonomie gemacht hätten. Aber das geht ja in diesem Jahr nicht. So richtig mit Publikum, mit vollem Haus, mit mehreren hundert Leuten, die dabei sind, zuhören, klatschen. Das geht alles nicht. Deshalb dieses YouTube-Format. Und wir haben heute drei, beziehungsweise sogar heute Abend sogar vier junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, die Interesse daran haben, an Wissenschaftskommunikation, die sich damit auch in den letzten Tagen beschäftigt haben und versuchen, euch ihre Themen näher zu bringen. Und im Gegensatz zum Science Slam ist das hier allerdings kein Wettbewerb, sondern ein Talkshow-Format. Genau, ja, es geht darum, euch das Thema Bioökonomie näher zu bringen. Und ja, wie ihr vielleicht wisst, es gibt aktuelle Anwendungen in der Bioökonomie schon und es gibt aktuelle Forschung natürlich. Und wir wollen uns anschauen, wie kann in Zukunft mehr Bioökonomie umgesetzt werden. Und wir hören uns drei Talks an, 5 bis 7 Minuten, und da bekommt ihr Input zu aktueller Forschung in dem Themenfeld Bioökonomie. Und im zweiten Teil dieses Formates seid ihr am Zug. Und dann könnt ihr nämlich live Fragen stellen. Und das ist das Wichtige an dieser Sendung. Wir wollen euch informieren, mit euch diskutieren. Und ihr könnt uns live erreichen über einen Chat, der nennt sich Tweetback. Und diesen Chat erreicht ihr unter dem Livestream-Fenster bei YouTube. Einfach draufklicken. Und ihr könnt anonym Fragen stellen. Also ihr könnt alles an Fragen stellen. Seid nicht schüchtern, gebt keine blöden Fragen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir später sehr lebhaft diskutieren können über die Themen. Und was auch noch super wäre, wenn ihr uns am Ende ein Feedback gebt, einen Evaluationsbogen ausfüllt. Den erreicht ihr auch über einen Link unter dem Fenster. Und ja, da könnt ihr natürlich auch offen und ehrlich sein. Alles raus. Und ich bedanke mich schon mal dafür. Das ist immer sehr hilfreich für uns. Und an der Stelle war es das von mir. Ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und erstmal die Präsentation genießen. Genau, wir haben die Präsentation ein bisschen länger gemacht als das letzte Mal, deshalb haben wir jetzt 7 bis 8 Minuten als Vorgabe. Also nicht, dass meine ganzen Talkgäste sich jetzt gerade einen Schreck bekommen haben und gedacht haben, wir sollen sie das runterkürzen. Ja, wir hören erst diese drei Vorträge direkt nacheinander und dann können Sie Fragen stellen, wie Holger das eben schon beschrieben hat. Und es wäre ganz gut, noch als Hinweis, man muss nicht seinen eigenen Namen angeben, aber wenn ihr als erstes schreibt, an wen diese Frage gehen soll, wenn sie an einen bestimmten unserer Talkgäste gehen soll, sonst, damit wir wissen, wem wir sie weitergeben dürfen. So, unser erster Talkgast ist am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin in der Abteilung Ökophysiologie und Aquakultur. Und er wird uns etwas darüber erzählen, wie man Fische und Tomaten zusammen züchten kann. Dr. Hendrik Monsees, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, herzlichen Dank für die Ankündigung. Ich schalte mal kurz meinen Bildschirm um. So. Und dann sollte es eigentlich losgehen. Ja, ich habe nämlich so eine kleine Liebesgeschichte vorbereitet. Bei mir geht es nämlich darum, was passiert, wenn Fische und Pflanzen sich verlieben. Und es ist die kleine Geschichte vom Tomatenfisch. Und die geht so. Wir haben bei uns Fische, die wir in Aquakultur produzieren. Und in dem Fall sind es Niltilapien. Und gleichzeitig
haben wir aber auch Tomaten bei uns. Und wenn diese beiden miteinander kombiniert werden, dann kommt da der Tomatenfisch raus. Und das ist jetzt keine fiese genetische Mutantenkreatur, sondern einfach nur ein lustiges Bild, um die Leute so ein bisschen neugierig zu machen, um damit sie fragen, was hat es mit dem Tomatenfisch auf sich? Und dann können wir überleiten und sagen, ja, okay, wir erklären euch das mal. Das hat nämlich was mit der Aquaponik zu tun. Und die Aquaponik, das ist die kombinierte Fisch- und Pflanzenproduktion, einerseits in Aquakultur, also in geschlossenen Kreislaufanlagen, und andererseits in der Hydroponik, also in einem erdlosen Anbausystem für Pflanzen. Und man kann das hier sehen auf der linken Seite, da werden die Fische in so kleinen Becken produziert und das Wasser wird aber immer aufbereitet, wie in so einer Kläranlage. Also man hat ja erst Filter, die den Kot rausnehmen, dann haben wir noch Biofilter und so kann man das Wasser wiederverwerten. Und das Abwasser, was man aber immer noch hat, das kann man dann in der Pflanzenproduktion verwerten. Man kann auch noch Photovoltaik installieren und wir haben auch noch Klimaanlagen da, die das Wasser zurückgewinnen können. Das kommt aber immer darauf an, ob das in dem jeweiligen Fall Sinn macht oder nicht. Ich kann das ja nochmal hier ein bisschen zeigen. So sieht eine Kreislaufanlage zum Beispiel aus. Im vorderen Bereich sieht man die Fischbecken und im hinteren Bereich haben wir dann die Wasseraufbereitung. Es ist dann hauptsächlich zum Beispiel eine mechanische Filterung, wie die Trommelsiebfilter, die man hier sehen kann, die ganzen Feststoffe aus dem Wasser rausnehmen. Und dann haben wir noch die biologischen Filter, die das Ammonium, was die Fische abgeben, zu Nitrat, also zu Dünger umwandeln. Das kann ich ja mal kurz ein bisschen näher erklären. Im Prinzip ist es so, die Fische werden gefüttert und dann geben sie, wie wir auch, natürlich auch Stoff ins Wasser ab, die Fischpipi sozusagen. Und wir nennen das Total Ammonia Nitrogen, das ist die Summe aus Ammonium und Ammoniak. Und das ist der sozusagen die Fischpipi, die die Fische hauptsächlich über die Kiemen abgeben. Und in größeren, höheren Konzentrationen im Wasser wäre das schädlich für die Fische. Deswegen muss man das irgendwie entfernen oder umwandeln. Dazu haben wir diese Biofilter, die ich euch eben schon gezeigt habe. Und da wird mit Hilfe kleiner Bakterien das Ammonium über Nitrit in Nitrat umgewandelt. Und Nitrat ist ein super Pflanzendünger. Und den Prozess nennt man Nitrifikation, also der Prozess, den die Bakterien da machen. Und wir forschen jetzt daran, was es für Möglichkeiten gibt, Nitrat aus dieser Kreislaufanlage wieder zu entfernen oder zu nutzen. Da gibt es zum einen weitere Biofilter, die ein bisschen anders arbeiten und die dann dieses Nitrat, diesen Dünger zu elementarem Stickstoffgas umwandeln und dann einfach in die Atmosphäre entlassen. Und unsere Atmosphäre besteht ja auch zum größten Teil aus Stickstoff. Dementsprechend ist das jetzt schon mal eine super Variante. Aber wir wollen das nährstoffreiche Wasser noch einen zweiten Zweck zuführen. Und das ist in dem Fall die Pflanzenproduktion. Wenn man da noch nie von gehört hat, man kennt vielleicht Hydrokultur von zu Hause. Im Prinzip ist es ein ähnliches Prinzip. Die Pflanzen wachsen nicht in Erde, sondern haben andere Substrate. Die zeige ich euch auch gleich noch. Hier hat man verschiedene Anbausysteme. Links zum Beispiel, das nennt man so Deep Water Culture. Also das ist so ein größerer Wasserkörper, wo die Wurzeln ins Wasser reinwachsen. Rechts oben hat man die Nährfilmtechnik. Da läuft immer nur so ein schmaler Nährstofffilm an den Wurzeln vorbei. Und unten sieht man dann die Tomaten, die per Schlauch versorgt werden. Das nennt man auch Tröpfchenbewässerung. Da hat jede einzelne Pflanze tatsächlich auch einen eigenen Schlauch. Hier sieht man die verschiedenen Substrate. Den Blähton kennt man vielleicht von zu Hause. Kokos auch. Die Steinwolle vielleicht eher nur vom Haus dämmen. Aber das wird auch benutzt, damit die Wurzeln erstmal ein bisschen Halt finden. Fische gibt es verschiedene. Im Prinzip kann man alle Fische in der Aquaponik produzieren, die man auch in geschlossenen Kreislaufanlagen produzieren kann. Wir haben halt häufig Tilapia. Es werden aber auch Welse aufgezogen. Dann hat man Forellenbarsche, Forellen, Flussbarsche. Es gibt aber noch viele andere Fischarten, die man da nutzen kann. Und in der Pflanzenproduktion ist es im Prinzip genauso. Alle Pflanzen, die in Hydroponik produziert werden können, können auch in der Aquaponik genutzt werden. Da hat man zum Beispiel Kräuter wie Basilikum, Gurken, Tomaten, Erdbeeren, aber auch Chilis oder sogar Rosen oder andere Nutzpflanzen. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel aus unserer Forschungsanlage in Berlin. Das ist ein Gewächshaus, ungefähr 170 Quadratmeter groß. Und da sieht man dann die Fischkreisläufe in der Mitte und auch nochmal links. Und dazwischen dann die Pflanzsysteme. In dem Fall waren es Tomaten. Weil unser Gewächshaus relativ klein ist, haben wir keine Hummelvölker, die unsere Pflanzen bestäuben, sondern wir sind sozusagen selber die Hummeln. In dem Fall nehmen wir dann oft eine elektrische Zahnbürste. Man kann es aber auch machen, indem man an den
Tomaten ein bisschen schüttelt. Solange der Raum gut belüftet ist, funktioniert das auch super. Die Fische, unsere Tilapien, können wir selber produzieren bei uns. Das sind Maulbrüter, die auch ihre Brut, die Eier und auch die kleinen Larven wieder zurück ins Maul aufnehmen. Und jetzt habe ich noch ein paar Beispiele, was wir so bearbeiten an Projekten. Wir hatten zum Beispiel ein größeres europäisches Projekt, wo wir auch noch chinesische Partner bei haben, wo wir größere kommerzielle Anlagen gebaut haben. Die sahen dann vom Prinzip her ungefähr so aus. Man hatte eine abgeschlossene Fischproduktion in angegrenzt, dann das Gewächshaus, wo die Tomaten produziert wurden. So sah das aus. Da hat man wieder auf der linken Seite die Fischproduktion, auf der rechten Seite die Pflanzenproduktion. Und das ist jetzt zum Beispiel das Beispiel aus der Anlage in Waren an der Müritz. Wir haben aber auch ein Projekt gerade abgeschlossen, wo wir jetzt eigentlich im Sommer mit durchstarten wollten, wo wir so eine ganze Aquaponik-Anlage mal in VR erstellt haben. Leider aufgrund der Pandemie ist das im Moment nicht möglich. Aber da habe ich auch noch einen Link am Ende für euch. Das kann man sich kostenlos runterladen, solange man die richtige Brille dazu hat, ist das kein Problem. So sieht es dann aus, zum Beispiel, wenn die Aquaponikanlage in einer Stadt auf dem Hochhausdach stehen würde. Im anderen aktuellen Projekt, das nennt sich City Food, da arbeiten wir gerade an der urbanen Produktion von Lebensmitteln. Und da gibt es auch verschiedene Living Labs, nennt sich das. In dem Fall ist das jetzt hier so eine kleine Schauanlage, die im Fez in Berlin steht, in einem Bildungszentrum, wo wir ganz viel mit Kindern machen. Wir haben aber auch noch mehr für Groß und Klein, zum Beispiel Nina und der Tomatenfisch, ein super Kinderbuch, wo Nina Benno Barsch, Nico Nitrat und Tini Tomate kennenlernt und dann auch ans IGB kommt mit ihrem Papa und alle persönlich kennenlernt. Ganz zum Schluss meines Vortrags noch die Mutter aller Fragen. Schmecken die Tomaten eigentlich nach Fisch? Ja, dazu gibt es oft dann ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, morgen gibt es ein richtig leckeres Frühstück und ihr sollt euch noch ein tolles Brot aussuchen. Überlegt euch noch, was ihr da für einen Aufstrich drauf habt, ein bisschen Butter, Käse vielleicht. Und dann denkt man so, wow, ist das lecker. Aber klar, man hat auch super Zutaten, aber man denkt oft nicht daran, wo die eigentlich herkommen. Und Brot schmeckt meist auch nicht nach Schwein. Von daher kann ich die Frage damit beantworten, die Tomaten schmecken nicht nach Fisch, sie sind lecker oder auch nicht, je nachdem, welche Sorte es ist. Das war es auch schon. Also Fragen könnt ihr bestimmt auch noch stellen. Und ja, hier seht ihr nochmal, wenn ihr das Spiel runterladen wollt oder auch das Buch, könnt ihr das gerne bei uns am IGB auf der Seite machen. Und wir haben auch noch einen Film, einen YouTube-Film, warum Fische manchmal modrig schmecken. Den könnt ihr euch auch gerne angucken. Ja, und das war es auch schon. Ja, vielen, vielen Dank, Hendrik. Ja, gerne. Zusammengebracht, was zusammengehört, Tomaten und Fisch. Ein wunderbares Beispiel von Kreislaufwirtschaft und ja, Bioökonomie. Ich bin mir sicher, dass es da viele Fragen zu gibt später. Nochmal kurz der Hinweis an dieser Stelle für alle die Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben. Fragen könnt ihr über Tweetback stellen. Das ist ein Chat, den ihr im Browser öffnen könnt. Den erreicht ihr über einen Link unter dem YouTube-Fenster, einfach draufklicken und Fragen stellen. Und damit kommen wir schon zu unserer nächsten Expertin, eine Kollegin von mir, auch vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung. Und sie arbeitet in der Arbeitsgruppe Experimentelle Aquakultur. Und ja, wir hören jetzt etwas zur biologischen Anwendung gegen Biofouling. Herzlich willkommen, Lisa. Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte, Holger. Ich teile mal eben meinen Bildschirm. So, ich hoffe, er ist sichtbar. Ja, ich möchte heute was zum Thema Biofouling bzw. Antifouling erzählen in Kombination mit Korallenriffrestauration. Wir bleiben also im Bereich Meeresbiologie, nur nicht bei den Fischen, sondern jetzt bei den Korallen. Zunächst möchte ich aber erstmal kurz erwähnen, woher kennt man denn eigentlich vielleicht Biofouling? Dem einen oder anderen mag es vielleicht bekannt vorkommen, weil er vielleicht schon mal seine Teller in der Spüle in der Küche stehen lassen hat, vielleicht für mehrere Stunden oder sogar Tage und irgendwann einen Biofilm bemerkt hat. Der lässt sich natürlich dann schnell wieder bereinigen, indem man einfach den Abwasch macht. In anderen Bereichen ist Biofouling aber ein größeres Problem und davon werden wir gleich etwas hören. Wie man schön in dieser Grafik sieht, ist Biofouling ein natürlicher Prozess, der auf allen Flächen unter Wasser geschieht.
in Süßwasser und in Salzwasser. Zunächst lagern sich organische Moleküle an, die dann später von Bakterien belagert werden. Und wenn es den Bakterien besonders gut gefällt, bilden die einen Bakterienschleim. Und in den nächsten Schritten kommen dann noch Viren und alle möglichen anderen Organismen dazu, bis das sogenannte Hardfouling erreicht ist. Das ist wiederum der Bewuchs von Makroalgen und Organismen, die eine Kalkschale ausbilden, wie zum Beispiel Röhrenwürmer und Seepocken, die man dann nicht mehr so leicht von der Oberfläche kriegt. Ja, nun kann man sich erstmal die Frage stellen, wo tritt Biofouling eigentlich auf? Da habe ich mir jetzt mal zwei verschiedene Bereiche rausgeknüpft. Einmal aus der Industrie, speziellerweise aus der Schifffahrt, und einmal aus dem Bereich Korallenriffe. In der Schifffahrt sieht man, wie man hier oben auf dem Foto ganz gut sieht, dass dieses Biofouling vor allem die Rümpfe der Schiffe betrifft. Und auf dem Foto hier sieht man besonders gut, dass dort Seepocken und alle möglichen Arten von Schalentieren gewachsen sind. Auf dem unteren Foto sieht man ein Segelboot, das auch ebenfalls unter einem harten Bewuchs von Biofouling leidet. Jetzt wollen wir aber erstmal zum Thema Korallenriffe kommen. Das ist nämlich mein Herzensthema, worauf ich jetzt im Weiteren eingehen werde. Korallenriffe stehen momentan in der Krise und man sieht hier zum Beispiel auf den Bildern das eine, was hier oben 1975 geschossen wurde, im Vergleich zu dem, was 2013 geschossen wurde am selben Ort. Und man sieht hier oben 1975 viel mehr Struktur, viele diverse Korallenarten, und 2013 hat sich das Bild gewandelt und es sind fast nur noch Makroalgen zu sehen. Woher kommt das? Woran liegt das? Das liegt einmal an dem Klimawandel, einmal an der Erwärmung der Ozeane und damit Korallenbleiche und Absterben von Korallenriffen, aber auch lokalen Faktoren wie zum Beispiel der Überdüngung und der Überfischung. Und diese beiden Faktoren führen letztendlich dazu, dass mehr Nährstoffe ein höheres Wachstum von Algen bevorzugen und letztendlich die Fische, die dann die Algen fressen würden, auch nicht da sind, um die Algen zu reduzieren. Somit verdoppelt sich das Problem von Algen. Ja, nun kann man natürlich die Frage stellen, warum gibt es denn noch keine Lösung? Da wollen wir einmal einen kleinen Exkurs nehmen, denn früher, beziehungsweise in den 50ern, wurden sogenannte Zinnverbindungen, Tributylzinn, TBT und Kupferverbindungen mit Bioziden verwendet, die in den späteren Jahrzehnten einige negative Auswirkungen auf die marine Umwelt gezeigt haben. Unter anderem wurden Fehlbildungen bei Organismen gefunden oder Hormonstoffstörungen oder sogar das Ausbleiben von ganzen Populationen. Und infolgedessen wurden diese Stoffe letztendlich verboten und vom Markt genommen. Heute werden sogenannte verkehrsfähige, biozidhaltige Antifoulings mit Registriernummer verwendet. Das rührt daher, dass es insgesamt leider nur 10 genehmigte Antifouling-Wirkstoffe auf EU-Ebene gibt. Und diese Wirkstoffe dürfen in Produkten verwendet werden, müssen allerdings in Deutschland komplett untersucht werden. Das heißt, in Deutschland werden nicht nur die Wirkstoffe untersucht, sondern auch alle anderen Stoffe, die sich in den jeweiligen Antifouling-Produkten befinden. Und deswegen gibt es zurzeit keine Produktzulassungen. Es gibt also nur verkehrsfähige Antifoulings mit Biozid. Alternativ zu biozidhaltigen Antifoulings gibt es auch Antihaftbeschichtung, Hartbeschichtung, mechanische Reinigung und Ultraschall. Also die Zukunft. In der Zukunft stellt man sich wünschenswerterweise eher unbedenkliche Beschichtungen vor, die wir unter anderem in unserem Projekt auch versucht haben zu untersuchen und entwickeln. Ja, was hat das jetzt eigentlich nochmal mit den Korallen zu tun? Wenn man sich die beiden Bilder links anschaut, die rot umrahmt sind, sieht man vielleicht schon, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Das hier sind kleine Korallensiedler, die letztendlich erst ein paar Tage alt sind, bis ein paar Wochen alt sind. Und bereits in den ersten Phasen oder in der ersten Phase ihres Lebens werden sie belagert von Algen, die sie letztendlich überwachsen wollen. Denn es geht immer um die Konkurrenz von Licht und Raum. Und auf dem ersten Foto sieht man zunächst sogenannte Makroalgen, die jetzt hier auch schon den Korallensiedler überwachsen. Und auf dem Bild hier unten sieht man auch Kalkalgen, die fast es schon geschafft haben, die Korallen zu überwachsen. Auf dem Bild rechts sieht man einen Korallensiedler, oder in dem Falle sind es zwei, die auch von Algen umwachsen sind. Diese Algen sind aber in dieser Situation noch nicht gefährlich für die Koralle,
Man muss dazu auch sagen, das Ganze ist leider noch ein bisschen komplizierter, als es hier dargestellt wird, denn es gibt Algen, die sowohl gut als auch schlecht sein können. Also diese Kalkalgen sind einerseits wichtig für die Koralle, andererseits können sie auch ein Fluch sein, wenn sie dann zum Beispiel die Koralle überwachsen. Wie im Leben so oft ist es immer die Balance, die es am Ende macht. Ja, in unserem Projekt haben wir dann auf der einen Seite die Effektivität der Anti-Fouling-Beschichtungen untersucht und dafür haben wir sogenannte Aragonit-Coral-Plugs verwendet. Das sind letztendlich Substrate, die aus Aragonit hergestellt sind und in ihrer Struktur und Chemie letztendlich dem Korallenskelett sehr nahe kommen und daher gerne in solchen Projekten für Korallenriffrestauration verwendet werden. Und man sieht hier schön den gelben Streifen, das ist das Anti-Fouling, was aufgetragen wurde und in der Mitte ist keine Beschichtung vorhanden. Das ist eine sogenannte Kontrollfläche. Und diese Beschichtung haben wir dann letztendlich für 6 Wochen in verschiedene Aquariensysteme gepackt. Und man sieht hier sehr schön, dass nach 6 Wochen viele Unterschiede auftreten zwischen den verschiedenen Testreihen und Beschichtungen. Die Kontrollbeschichtung, die kein Anti-Biofouling drauf hatte, zeigt zum Beispiel ein erhöhtes Wachstum im Vergleich zu den anti-adhesiven Beschichtungen und den Biozidbeschichtungen, die wir verwendet haben, während diese Zeroxid-Nanopartikelbeschichtung im Vergleich zur Kontrolle leider keinen großen Unterschied aufweist. Ja, und ihr habt es gerade gesehen, wir haben auch eine Biozidbeschichtung getestet, die in der Form in Beschichtungen noch nie vorher getestet wurde. Und dann muss man sich natürlich auch logischerweise gleich die Frage stellen, ist dieses Biozid denn nicht vielleicht toxisch oder sogar schädlich dann für die Korallenlarven oder eben auch andere Organismen? Man muss sich aber immer entscheiden, welche Organismen nimmt man und für Korallenriffrestauration macht es dann eben auch Sinn, verschiedene Korallenlarvenarten zu nehmen. Das haben wir gemacht. Und wir haben letztendlich Schwimm- und Ansiedlungsverhalten dieser Korallenlarven auf die verschiedenen Anti-Foulings getestet, um zu sehen, wie steht es denn um die physiologische Fitness dieser Organismen, um Rückschlüsse eventuell dann auf Toxizität schließen zu können. Ja, und da haben wir auch unter anderem Plastikplatten genommen und mit diesen Anti-Foulings beschichtet und letztendlich nur Silikonringe draufgelegt und Wasser reingefüllt und die jeweils eine Korallenlarve. Das Ganze wurde dann immer gefilmt mit verschiedenen Kameras und letztendlich konnten diese Filme dann mit einer bestimmten Software ausgewertet werden, indem die Software jede einzelne Korallenlarve getrackt hat und über einen bestimmten Zeitraum die Distanz und die Geschwindigkeit der Korallenlarve messen konnte. Und dabei kamen sehr interessante Dinge heraus, die ich jetzt leider nicht erwähnen kann, das würde den Rahmen sprengen, aber für Fragen bin ich immer offen. Ja, zuletzt wollte ich noch ein kurzes Fazit geben. Wir können also ziemlich zuversichtlich sagen, dass es ein Potenzial für neue Anwendungen in der Korallenriffrestauration gibt und generell auch für Anti-Biofouling-Anwendungen. Es sind natürlich mehr Experimente geplant und nötig, damit man nicht nur eben bestimmte Organismen testet, sondern eine weitere Bandbreite an Organismen und auch den Wirkungsmechanismus versteht, der dahinter steht. Und natürlich ist das Ganze eventuell später anwendbar in Kombination mit gezüchteten, hitzetoleranteren Arten. Das sind Experimente, die die Australier gerade vor allem am Great Barrier Reef vornehmen. Und das Ganze soll aber eben keine Legitimation für die massiven CO2-Emissionen sein, die wir leider haben. Und es kann natürlich auch nur gelingen und vor allem gut gelingen, wenn gleichzeitig die globalen Stressoren reduziert werden. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, es war spannend und wir haben ja später noch Zeit für Fragen und ansonsten stehe ich auch gerne per E-Mail zur Verfügung. Vielen Dank, Lisa, für diesen interessanten Vortrag und wir schreiben alle Links und auch E-Mail-Adressen, wenn ihr damit einverstanden seid, auch gerne dann bei YouTube unten in die Beschreibung rein. Also liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ihr müsst jetzt nicht hektisch mitkritzeln, sondern das schreiben wir alles nochmal hin. Das findet ihr dann auch alles noch hinterher. So, vielen Dank für diesen Einblick und die vielen verschiedenen Aspekte, die das Biofouling bereithält. Irgendwie mal gut, mal schlecht. Auf jeden Fall vielfältig und schön zu sehen, dass in der Forschung auch immer noch so Sachen rauskommen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat vorher.
Wir kommen jetzt aber direkt, bevor wir zu Fragen kommen, zu unserem dritten Vortrag. Und unser dritter Vortrag wird von zwei Menschen gleichzeitig gehalten, nämlich von Caroline Bohn. Sie ist Doktorandin am Institut für Politikwissenschaft der WWU in Münster, also der Universität in Münster. Und Dr. Florentin Schmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch an der Uni Münster, aber am Institut für molekulare Mikrobiologie und Biotechnologie. Und die beiden arbeiten zusammen am Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. Und das Projekt, was sie uns jetzt vorstellen, gemeinsam heißt BioCivis. Wir freuen uns auf euren Vortrag. Ja, herzlichen Dank auch nochmal unsererseits für die Einladung zum Science Slam Talk. Ich würde jetzt nochmal die Präsentation, die wir vorbereitet haben, teilen. So, ich hoffe, sie ist zu sehen. Genau, ja, ich darf uns auch nochmal kurz persönlich vorstellen. Wir sind Caroline Bohn und Florentin Schmidt und wir forschen seit Ende 2019 gemeinsam im drittmittelgeförderten Projekt BioCivis am Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung der WWU. Und unsere gemeinsame Arbeit bewegt sich in der Schnittstelle von Politikwissenschaft und Mikrobiologie, wie wir eben schon gehört haben. Und wir beschäftigen uns hierbei mit BürgerInnenbeteiligung zum Thema Bioökonomie. Deswegen sind wir heute Abend auch hier. Genau, und unser Projekt ist dabei vor dem Hintergrund von zwei Herausforderungen des Übergangs zu einer nachhaltigen Bioökonomie entstanden. Und zwar erstens ist es ja so, dass Bioökonomie heute zwar als wichtiges Element bei der Verwirklichung von Nachhaltigkeit gesehen wird und wir würden ja auch auf jeden Fall zustimmen. Uns ist aber wichtig, dass aus unserer Sicht Bioökonomie nicht per se nachhaltig ist, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel, dass wirklich geschlossene Stoffkreisläufe etabliert werden oder dass erneuerbare Rohstoffe unter gerechten Bedingungen abgebaut werden. Die zweite Herausforderung, die für uns zentral ist, ist, dass in einer Demokratie Bürgerinnen auch über den Wandel zur Bioökonomie mitentscheiden sollten. Also es ist natürlich ein komplexes Thema, das hat man jetzt schon in den letzten Vorträgen auch gemerkt. Trotzdem halten wir es für wichtig, dass eben nicht nur Unternehmen, nicht nur Naturwissenschaftlerinnen zu Wort kommen, sondern auch Bürgerinnen gehört werden. Und das passiert aktuell noch nicht in ausreichendem Maße. Und da ist dann auch die entscheidende Frage des Projektes entstanden, nämlich wie sehen denn Beteiligungsprozesse aus oder wie könnten Beteiligungsprozesse aussehen, die demokratische Mitsprache ermöglichen und gleichzeitig eine wirklich nachhaltige Bioökonomie fördern. Ja, und wie sieht unser Ansatz nun genau aus? Wir testen und evaluieren sogenannte Biodialoge. Das sind anderthalbtägige Dialogveranstaltungen, bei denen wir Praxispartnerinnen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen mit Bürgerinnen zu einem gleichberechtigten Austausch zusammenbringen wollen. Und hierbei geht es darum, die Nachhaltigkeitspotenziale und Herausforderungen von sogenannten Bioökonomie-Szenarien gemeinsam zu beurteilen, bei denen jeweils ein biotechnologisches Verfahren im Mittelpunkt steht, welche wir hier auch schon auf der Folie sehen. Und die Szenarien haben alle etwas mit mikrobieller Biotechnologie zu tun, der von Expertinnen eine Schlüsselfunktion im Rahmen der Bioökonomie zugeschrieben wird. Und konkret handelt es sich hierbei um Verfahren, die einen hohen Bezug zu unserem Alltag aufweisen. Und so sind dies die Produktion von Biogas als regenerative Energiequelle, hier ganz links dargestellt, die Herstellung von biobasierten Chemikalien aus nachwachsenden Rohstoffen und die mikrobielle Abwasserreinigung. Genau, in unserer aktuellen Arbeit sind wir jetzt gerade mit der Planung dieser Dialoge beschäftigt. Und das heißt, unser Arbeitsalltag ist vor allem damit gefüllt, dass wir uns wirklich mit ganz konkreten Fragen und Herausforderungen der Dialoggestaltung auseinandersetzen. Und dazu haben wir jetzt auch mal ein paar Beispiele mitgebracht, um so ein paar Einblicke zu ermöglichen. Zum Stichwort Rekrutierung. Es klappt zwar nicht immer, aber idealerweise sollten in einer Demokratie und sollten auch in unseren Biodialogen ganz verschiedene Bürgerinnen dabei sein, unabhängig davon, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben, welchen Bildungsgrad sie haben und so weiter. Und wir stellen uns daher eine Frage, die allgemein für die Beteiligungsforschung ganz zentral ist, nämlich wie holen wir denn ganz unterschiedliche Bürgerinnen in die Biodialoge rein? Und unsere Antwort besteht im Moment darin, dass wir zum einen versuchen, Beteiligungshindernisse abzubauen, zum Beispiel indem wir niedrigschwellige Sprache nutzen, indem wir Kosten übernehmen oder indem wir auch Kinderbetreuung anbieten. Und zum anderen wollen wir auch Anreize schaffen, zum Beispiel indem wir wirklich ein spannendes Programm an inspirierenden Orten gestalten, an dem wir eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen oder auch erstmal überhaupt ganz ansprechende Werbung machen.
Außerdem fragen wir alle Bürgerinnen, die sich dann für die Teilnahme interessieren, auch noch nach bestimmten Merkmalen, sodass wir dann auch noch ein bisschen auswählen können, damit wir nachher wirklich eine möglichst bunt gemischte Gruppe dabei haben. Produktdesign. Da Meinungsfreiheit ein ganz zentraler Wert der Demokratie ist, ist es für uns wichtig, dass auch unsere Bio-Dialoge wirklich offen sind. Also wir starten jetzt nicht in diese Dialoge und sagen, am Ende müssen sich alle einig sein und am Ende müssen alle Bioökonomie akzeptieren. Außerdem ist es uns wichtig, dass man wirklich alle Facetten einer nachhaltigen Bioökonomie diskutiert, weil es auch leicht passiert, dass man dann doch einen Technikfokus hat und da möchten wir halt entgegenwirken. Und wir fragen uns jetzt ganz häufig, wie müssen denn jetzt so Dialoge eigentlich aufgebaut sein, damit das auch wirklich funktioniert? Bei der Beantwortung dieser Frage unterstützt uns die Arbeitsstelle Forschungstransfer der WWU und wir überlegen dann zum Beispiel bei gemeinsamen Treffen, welche Gesprächsmethoden wir nutzen, also sowas wie World Café, SWOT-Analyse und so weiter, wie man die am besten aufeinander aufbaut. Und ganz wichtig ist auch noch, dass wir, wie bereits erwähnt, Praxispartnerinnen einbeziehen. Das sind dann zum Beispiel politische Stiftungen, Gewerkschaften, aber auch Startups und Kirchen. Und unsere Hoffnung ist halt, dass die alle einen ganz unterschiedlichen Blick auf Bioökonomie in diese Diskussion, in die Biodialoge reinbringen und dass wir dann auch wirklich eine facettenreiche Diskussion haben. Ja, da gibt es noch ein weiteres Stichwort, was wir mitgebracht haben. Das ist die Wissenschaftskommunikation. Und das ist ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Punkt für den Erfolg des Projekts, nämlich eine gute Kommunikation unserer Forschung. Und so merken wir bereits bei Besprechungen innerhalb unseres interdisziplinären Teams, wie herausfordernd es sein kann, soziale und naturwissenschaftliche Themen zu analysieren. Und im Zusammenhang mit den Dialogen versuchen wir, die Inhalte der Szenarien so einfach wie möglich zu vermitteln und bereiten dafür bestimmte Praxiselemente vor. Das ist zum Beispiel ein Gallery Walk, bei dem die BesucherInnen wie in einem Museum biotechnologische Produkte kennenlernen und vielseitige Eindrücke für die Dialoge sammeln sollen. Weitere Praxiselemente sind thematische Führungen und kleine Experimente. Und eines dieser Experimente ist zum Beispiel die Mikroskopie von Bakterien und Algen. Ja, wo stehen wir denn jetzt gerade im Projekt und wie geht es weiter? Nachdem wir die theoretische Vorbereitung unserer Biodialoge weitestgehend abgeschlossen haben, hier oben links zu sehen, befinden wir uns gerade in der praktischen Umsetzung der Veranstaltung. Das bedeutet konkret, dass wir BürgerInnen und PraxispartnerInnen einladen und alles weitere organisieren, was für die Dialoge wichtig ist. Und im Mai und August nächsten Jahres werden erstmalig dann zwei Veranstaltungen durchgeführt, von uns evaluiert und basierend auf den Erkenntnissen folgt dann eine zweite Runde im Jahr 2022. Nach dieser zweiten Runde haben wir dann nochmal den Schritt Evaluation und Überarbeitung. Und am Ende des Projektes können wir dann zum einen neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu bestimmten Debatten beitragen, zum Beispiel zu Partizipationsdebatten, Bioökonomie-Debatten in unterschiedlichen Feldern. Aber es ist für uns auch als transdisziplinäres Projekt ganz wichtig, dass wir wirklich auch handfeste Handlungsempfehlungen formulieren können dazu, wie Beteiligungsprozesse aus unserer Sicht aussehen sollten. Und die möchten wir dann auch in die Praxis zurückspielen und das wird dann hoffentlich auch umgesetzt. Ja, diese Ergebnisse entstehen in enger Zusammenarbeit des gesamten Projektteams, was wir hier oben rechts sehen, das von Professorin Fuchs und Professor Philipp geleitet wird und zu dem auch Viktoria Hasenkamp und weitere MitarbeiterInnen zählen. Und an dieser Stelle möchten wir ganz herzlich allen Beteiligten danken und natürlich den ZuschauerInnen des Streams für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer Wissenschaftskommunikation ist und dass es halt häufig auch der Fall ist, dass man als Wissenschaftler nicht wirklich dafür die Vorteile ernten kann oder die Lorbeeren ernten kann, weil es keine wirklichen Publikationen oft daraus gibt. Und dafür ist es halt sehr, sehr wichtig, dass solche Projekte entstehen, wo genau dieser Dialog gefördert wird. Und ja, Wissenschaftsdialog, das bringt uns direkt zu unserer Diskussionsrunde. Wir wollen mit euch nur diskutieren über die verschiedenen Themen, die angesprochen wurden in diesen drei Talks. Und ja, wir haben auch schon ein paar Fragen, die reingekommen sind. Ich möchte noch einmal kurz auf den Chat hinweisen. Tweetback ist der Chat, über den ihr Fragen stellen könnt in dieser Runde. Ihr klickt auf den Link unter dem Videofenster und schreibt einfach eure Fragen, am besten adressiert an die Expertin, den Experten, an denen die Frage gerichtet ist. Und ich beginne jetzt einfach mal mit der ersten Frage.
In der chronologischen Reihenfolge, die ersten Fragen kamen an Hendrik, an das Thema Aquaponics. Und die erste Frage lautet, welche Pflanzen denn gezüchtet werden können in der Aquaponik? Gibt es da auch exotische Pflanzen, die gezüchtet werden? Oder wo sind die Herausforderungen überhaupt, um unterschiedliche Pflanzen zu züchten? Okay, also prinzipiell können alle Pflanzen, die jetzt sich schon in Hydrokultur bewährt haben, auch in der Aquaponik produziert werden. Exotisch ist ja immer so ein bisschen relativ, je nachdem, wo man Aquaponik betreibt. Für uns sind vielleicht Bananen und Physalis recht exotisch. Die haben wir aber trotzdem bei uns im Gewächshaus. Aber in den Tropen wären dann vielleicht eher Tomaten ein bisschen exotisch. Also man kann sich wirklich alle möglichen Pflanzen vorstellen. Es geht mit fast allen. Und am Ende sind immer die Nährstoffbedarfe sozusagen oder die Bedürfnisse der Pflanzen entscheidend. Aber was man vielleicht noch dazu sagen muss, da war jetzt ein bisschen wenig Zeit, im Fischwasser sind bestimmte Nährstoffe vorhanden, aber andere auch nicht. Und die nicht vorhanden sind, müssen noch zugegeben werden. Also am Ende kann man das tatsächlich bedarfsgerecht an die jeweilige Pflanzenart auch anpassen. Okay, und vielleicht direkt im Anschluss die Frage auch an Hendrik. Mich interessiert die Substrate, die den Pflanzen gegeben werden. Habt ihr es schon mal mit Pflanzenkohle ausprobiert? Wir haben es tatsächlich noch nicht mit Pflanzenkohle ausprobiert. Ich habe eine Firma in Berlin, die sowas in der Art macht, die ich kenne, wo wir das schon mal gesehen haben, aber selber haben wir das tatsächlich noch nicht ausprobiert. Also wir arbeiten meistens mit Steinwolle, mit Kokos oder auch mit Blähton, je nachdem, was wir gerade für ein System auch benutzen. Und was vielleicht noch wichtig ergänzend ist, also für Städter, weil es ja sich auch um ein nachhaltiges System handeln soll, ist es zum Beispiel wichtig, dass man schaut, dass man die Steinwolle zum Beispiel mit nachhaltigeren Substraten ersetzt, weil Steinwolle, wenn sie nach 2-3 Durchgängen quasi entsorgt werden muss, kann man die zwar recyceln, aber es ist sehr energieaufwendig, auch die Produktion. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Ansatz, wo es dann sinniger ist, zum Beispiel Kokos zu nehmen oder Blähton. Aber da muss man wirklich immer auf die Produktionsmethode gucken und auch natürlich am Ende auf die Effizienz bei der Pflanzenproduktion. Ja, wenn wir schon mal beim Thema Aquaponik sind, noch eine Frage von mir. Aus den Projekten, die ihr gemacht habt, sind wirklich, oder nicht nur aus den Projekten, aber gibt es wirklich kommerziell funktionierende Aquaponikanlagen momentan? Es gibt mehrere kommerzielle Anlagen, gerade im kleineren Bereich, zum Beispiel in den USA sind mir viele bekannt, die werden aber eher so im Nebenerwerb geführt. In Deutschland gibt es auch ein paar Anlagen oder ein paar, die jetzt gerade planen, sowas zu machen, aber da ist für mich tatsächlich immer schwierig zu durchschauen, wie viel Aquaponik ist bei den Einzelnen wirklich am Ende drin. Das ist eher so das. Aber es gibt tatsächlich schon ein paar, das ist jetzt aber eher noch im Moment ein Nischenmarkt, wird aber größer. Ich hätte auch noch eine Frage dazu. Gibt es denn eine Mindestgröße oder also braucht man mindestens eine Garage, um das zu machen oder reicht auch eine Fensterbank? Fürs Hobby reicht definitiv auch eine Fensterbank. Und wenn man es kommerziell betreiben will, haben wir so gesagt, sollte man mindestens 2000 Quadratmeter an Fläche haben, eher mehr. Da kommt es aber natürlich auch wieder darauf an, was ist jetzt am Ende das Ziel der Firma. Man kann natürlich auch kleiner sein und am Ende ganz tollen geräucherten Fisch verkaufen und vielleicht noch T-Shirts und Bücher und Videos machen. Und dann ist das eher das, womit man sein Geld macht. Das geht natürlich auch. Aber wenn man wirklich von den Pflanzen und von den Fischen leben möchte oder von dem Verkauf der Produkte, dann muss man schon eine gewisse Mindestgröße haben, damit das am Ende auch rentabel ist. Okay. Vielen Dank. Es ist auch eine Frage an Lisa reingekommen, beziehungsweise zwei schon. Die eine ist, plant ihr Feldversuche in Korallenriffen oder habt ihr, wie weit seid ihr da? Habt ihr das schon gemacht? Und die andere Frage schließt eigentlich daran an, wie stellt ihr sicher, dass das dann unschädlich ist? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr nicht sofort das ganze Riff irgendwie damit vollpinselt, sondern, also, oder wie lange müsste man sowas zum Beispiel sich angucken, ob das keine unerwünschten Effekte hat auf die Dauer?
Ja, also erstmal zum ersten Teil der Frage. Wir haben das Ganze in Aquarienanlagen getestet, in sogenannten Quarantäne-Aquarien auch, die von restlichen Wassersystemen komplett abgeschlossen waren, also sodass sozusagen Leaching-Effekte, also das Herauslösen von eventuellen Bioziden sozusagen kein größeres Problem in anderen Systemen hervorrufen würde. Da ist man eigentlich immer sehr vorsichtig in der Wissenschaft und gerade auch an dem Institut in Australien wird sehr, sehr kleinlich darauf geachtet. Und wir haben unterschiedliche Aquarien gehabt, wo wir letztendlich immer das Gleiche getestet haben. Das macht man so ja eben für die Statistik, damit man möglichst viele Replikate hat und am Ende eben dann Signifikanzen hat und berechnen kann und sagen kann eben, ja, wir haben einen Unterschied gesehen oder nein, wir haben keinen Unterschied gesehen. Und wir sind noch ganz am Anfang. Also wir wissen, dass die Anti-Foulings wirken. Also nicht alle von denen haben gleich gut gewirkt, aber am Anfang gab es Unterschiede und nach 10 Wochen gab es immer noch Unterschiede teilweise. Und diese Ergebnisse sind zunächst einmal gut und zeigen auch starke Signifikanzen. Also wir wissen einerseits, die wirken und andererseits die Frage über die Toxizität lässt sich insofern nur klein oder im Kleinen erstmal klären, denn wir wissen zumindest nur, wie sich dieses Biozid und diese Nanopartikel auf die Ansiedlung und auf das Schwimmverhalten der Larven ausgewirkt haben. Und da kann man sehr klar sagen, dass dieses Biozid zumindest sehr lokal nur zu wirken scheint. Also es gibt keine großen Effekte in 1 Meter Reichweite oder sowas, sondern es wirkt sich tatsächlich nur ganz klein in einem Umkreis von Millimetern aus. Und das konnten wir auf unseren Ansiedlungsversuchen auch sehen, dass die Larven praktisch in der Mitte gesiedelt haben, dort, wo keine Anti-Fouling-Beschichtung war oder keine Biozidbeschichtung war. Und im direkten Umkreis, wo dieser Anti-Fouling-Kreis letztendlich war, dort haben sie sich nicht hingesetzt. Also da kann man schon sehen, dass das Ganze nicht so toxisch ist, wie man sich das vielleicht jetzt im ersten Moment vorstellt. Und natürlich sind eben weitere Testungen nötig. Die Australier haben aber auch jetzt schon ihr Interesse bekundet, das Ganze mal im Feld zu testen und zu gucken, wie sieht das unter realen Bedingungen aus. Super interessant. Und dann werden so, muss man sich vorstellen, dass so Steinblöcke im Meer versenkt werden, wenn man ganz neue Korallenriffe heranziehen oder? Man konzentriert sich momentan auf kleinere Gebiete, die letztendlich in größeren, gesunden Riffhabitaten liegen. Mhm. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch den Ansatz, zum Beispiel Riffhabitate aufzuforsten, wo gar nichts mehr da ist. Das Problem ist da immer, es müssen natürlich die Umgebungsparameter stimmen, damit das Ganze dann im Endeffekt auch Sinn macht. Und in manchen Riffhabitaten muss man eben vorsichtig sein, dass man eben entweder nicht zerstört oder eben auch nichts vorfindet, was letztendlich dann wieder die Koralle aus anderen Gründen zum Absterben bringen würde. Das heißt, man sucht dann nach gezielten Habitaten, wo man dann zum Beispiel solche Strukturen ins Riff ausbringen kann, befestigt und dann eben zum Beispiel sich das Überleben und die Wachstumsraten anguckt. Super, also viel, viel Erfolg. Ne? Das wäre ja toll, wenn es klappt. Dankeschön. Spannendes Thema. Ja, jetzt wo wir eine echte Korallenökologin hier in der Runde haben, nochmal eine Frage, die globale Einordnung. Ich meine, wir alle wissen, unter was für einem Stress die Korallenriffe stehen und wir hören es ja mittlerweile auch in den Nachrichten, dass es sehr kritisch ist. Nur um solche Maßnahmen einzuordnen, was glaubst du, wie weit lässt sich das upscalen oder bewegen wir uns wirklich auf ein Szenario zu, wo man einzelne Korallenrefugien nur noch hat? Oder, also das Wichtigste ist natürlich, das zu schützen, was da ist. Das hast du ja auch gesagt, dass man CO2-Ausstoß natürlich mindern muss und insgesamt die Faktoren, wie wir die Umwelt beeinflussen, reduzieren müssen. Aber so eine globale Strategie, wie die Korallenriffe geschützt werden können. Wie sieht das in deinen Augen aus in der Zukunft? Ja, global gesehen ist leider wirklich CO2 das große Problem. Das kann man so erstmal festhalten. Es gab ja letztes Jahr zum Beispiel auch wieder eine große Hitzewelle, die auch das Great Barrier Reef erreicht hat.
Und man sagt, oder Studien gehen davon aus, dass circa 50% der Korallenriffe dort schon verloren sind. Also letztendlich infolge der Temperaturanstiege und dann der Korallenbleiche und Überwuchs von Algen abgestorben sind und auch langsam abgetragen werden. Ja, die anderen 50% sind aber natürlich noch da und sollen sich weiter reproduzieren. Weitere Studien, die jetzt kurz vor einem oder zwei Monaten mit Ergebnissen rauskamen, haben gezeigt, dass die Korallen weiterhin reproduzieren. Also es findet immer noch ein natürliches sozusagen Fortpflanzungsverhalten in dem Riff statt, was schon mal gut ist. Das andere ist natürlich, dass eben die Erwärmung so leicht nicht gestoppt werden kann. Also CO2 ist einfach der größte hemmende Faktor. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Andererseits gibt es eben dann auch noch lokale Faktoren, die wirklich von Region zu Region unterschiedlich sind und eben auch zunächst auf leichtere Weise angegangen werden können. Also das sind eben dann wirklich so Überdüngungsprozesse, Sedimentationsprozesse, Hotelanlagen, die gebaut werden und die Riffe vor der Küste zerstören und so weiter und so fort. Also man kann viel schon mal selber in die Hand nehmen und machen. Das andere ist natürlich immer ein Spiel mit der Zeit und das Gefühl, was dahinter steckt, dass es wirklich inzwischen ein Rennen irgendwo auch ist. Das merkt man ganz deutlich, wenn man da vor Ort ist und mit den Australiern zusammen forscht. Es herrscht ein Klima von viel, viel Motivation, von viel Energie, von viel, viel Arbeitsfleiß dahinter. Und man merkt den Druck. Also die Zeit ist einfach jetzt gekommen und auch in Corona-Zeiten wird dort weiter geforscht und verrückt geforscht und nach hitzetoleranten Hybriden geforscht und so weiter. Also das ist... man tut gerade wirklich alles, was man kann. Die australische Regierung hat das inzwischen auch verstanden, dass sie da viel investieren müssen. Sie haben momentan 20 Milliarden australische Dollar da reingesteckt. Und gleichzeitig müssen sie aber eben auf der anderen Seite dann auch die Gefahren dämmen. Und ja, ich bin hoffnungsvoll, solange wir Menschen dann eventuell auch was ändern. Wenn der Wille da ist, dann ist auch ein Weg da. Aber das ist manchmal halt wirklich schwer vorauszusehen. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Dann wollen wir jetzt uns an den letzten Vortrag wenden, an Florentin und Caroline. Da gibt es auch eine Frage, die über Tweetback reingekommen ist. Also euer Vorgehen ist ja letztendlich Bürgerdialog. Runden schaffen mit der Bevölkerung, möglichst divers, um herauszufinden, wie die Bevölkerung über bestimmte Themen nachdenkt, wie wichtig ist es denen, und ihr sprecht von Ergebnissen, die ihr habt oder dann in der Zukunft bekommen werdet. An wen richtet ihr genau diese Ergebnisse? Also wollt ihr euch direkt an die Politik wenden oder was sind die Adressaten von euren Ergebnissen oder wer? Das ist tatsächlich potenziell sehr divers. Also das haben wir auch noch nicht abschließend entschieden. Aber das kann natürlich einerseits die Politik sein. Andererseits könnten das auch Kommunen sein oder Verbände von Kommunen. Ich denke jetzt vielleicht auch an den Deutschen Städtetag, Netzwerke im Bereich Bürgerbeteiligung. Also es gibt da tatsächlich das Netzwerk Bürgerbeteiligung. Es gibt die Allianz Vielfältige Demokratie. In diesen Netzwerken sind dann oft auch Menschen aus Kommunen, die sich da in der Verwaltung für Beteiligung einsetzen, engagiert. Das heißt, da NGOs könnte auch eine gute Möglichkeit sein. Letztlich alle Personen, die an Stellen sitzen, wo Beteiligungsverfahren dann auch vorangetrieben und umgesetzt werden. Und tatsächlich ist es auch so, dass dann unsere Ergebnisse auch so öffentlich sind, dass die interessierte Öffentlichkeit eben dann auch darauf zugreifen kann, wenn sie Interesse hat. Und witzigerweise ist jetzt eine Frage reingekommen, ich wollte fast identisch die gleiche Frage stellen. Also bewegt ihr euch da komplett auf Neuland oder gibt es schon Länder, wo das besser umgesetzt wird? Also mir würde jetzt Schweiz einfallen oder so, wo ja überhaupt die Bevölkerung mehr in die Demokratie eingebunden ist. Gibt es da Vorbilder oder macht ihr da wirklich Pionierarbeit?
Muss ich eine kurze Rückfrage stellen? Also Vorbilder jetzt zu Bürgerinnenbeteiligung tatsächlich im Bereich Bioökonomie oder überhaupt erstmal solchen Formen der Bürgerinnenbeteiligung? Also in der Frage ist jetzt, wird überhaupt Bürgerdialog genannt, nicht speziell auf Bioökonomie. Ja, ja, nee, da gibt es auf jeden Fall Vorreiter. Also die Beteiligungslandschaft ist da unheimlich vielfältig. Wir beschäftigen uns da jetzt natürlich vor allem mit, oder wenn wir Anknüpfungspunkte suchen, mit Beteiligung im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Da gibt es ja jetzt, in Frankreich gab es einen Bürgerrat, in Schottland hat gerade ein Bürgerrat gestartet. Es gibt es aber in Großbritannien beispielsweise auch schon in einigen Kommunen. Wir finden aber auch in Deutschland durchaus Projekte in die Richtung, dass es zum Beispiel Klimabeiräte gibt, in denen dann Bürgerinnen sitzen. Und diese Idee Bürgerrat oder dieses Format Bürgerrat, Bürgerinnenversammlung, das ist dann ja auch nur ein Beispiel, das auch immer noch mal ganz unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Also es gibt ja häufig auch deliberative Prozesse auf kommunaler Ebene, wo es darum geht, zum Beispiel Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzstrategien zu entwickeln. Also gerade in diesem Bereich der nicht gesetzlich vorgeschriebenen deliberativen Beteiligung gibt es, auch wenn wir jetzt mal so ganz grob auf die Nachhaltigkeitsthemen gucken, schon unheimlich viel und durchaus auch in Deutschland. Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Ja, also das ist, wie gesagt, ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt und was mich sehr beschäftigt. Ja, überhaupt die auch, wie man wieder Vertrauen in die Wissenschaft gewinnen kann. Und ja, also momentan haben wir keine neuen Fragen, die reinkommen. Vielleicht nochmal für die letzten Minuten an das Publikum appellieren, sich nochmal eine auf Tweetback aktiv zu zeigen. Aber ich muss jetzt den Chat auch nochmal verfolgen. Gibt es untereinander Fragen? Ja, gibt es, genau. Ich habe noch ganz kurz, hatte ich auch noch eine Frage, weil das hatte ich, wir hatten uns ja schon vorher unterhalten und was ich so bemerkenswert fand, ist so einmal, wie du sagst, Holger, das Vertrauen in Wissenschaft stärken, aber gleichzeitig halt nicht nur PR machen für die Wissenschaft, sondern die Leute anzuregen, dass sie sich eine eigene Meinung bilden und halt nicht mit dem Ansatz hingehen und sagen, hier, wir erklären euch, was wir machen. Und ihr müsst das dann toll finden hinterher. Das fand ich irgendwie so. Das ist bestimmt auch nicht immer ganz einfach, ne, weil man ja sich selbst da, man selbst ja keinen objektiven Blick auf seine eigene Arbeit hat, oft, oder nicht so objektiv, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber das fand ich auf jeden Fall das Spannende an diesem Ansatz auch. Ja. Kann ich dazu vielleicht kurz was sagen darf, da erhoffen wir uns halt auch von den Praxispartnerinnen nochmal ganz unterschiedliche Einblicke, weil also klar, also als Wissenschaftlerin, man hat ja immer eine Position, man spricht ja nie völlig neutral. Und gerade diese nicht wissenschaftlichen Partner bringen da vielleicht nochmal andere Einblicke rein, weil wir können natürlich als Wissenschaftlerin oder bei uns jetzt gerade die Naturwissenschaftlerin zu den biotechnologischen Verfahren ganz viele Informationen reingeben, aber es gibt halt eben auch noch andere Aspekte. Also zum Beispiel die Kirchen, da habe ich jetzt schon ganz spannende Gespräche geführt mit Leuten, die dann gesagt haben, naja, wir müssen auch schauen, Was manifestiert sich da eigentlich für ein Naturverhältnis, wenn wir jetzt davon ausgehen, die Schöpfung ist um ihrer selbst willen bewahrenswert? Wie weit dürfen wir da eigentlich eingreifen? Und ist die Bioökonomie dann eigentlich was, wo die Natur nur noch so als Werkzeug gesehen wird? Und das sind ja einfach mal so Gedanken, die hätten wir jetzt da, glaube ich, Flo, korrigier mich im Zweifelsfall, nicht reingebracht. Aber das macht nochmal was mit der Diskussion. Die geht vielleicht nochmal in eine ganz andere wichtige Richtung. Ja, ich kann dich da nur bestätigen. Und was ich auch persönlich sehr interessant finde, ist, dass wir eigentlich aus allen Bereichen, mit denen wir so sprechen, eigentlich sehr positives Feedback bekommen dafür, dass wir den Dialog suchen. Und das geht halt nicht nur in die Richtung von NGOs, die vielleicht auch in ihrem Tagesgeschäft da eben ja schon Erfahrung mit haben oder auch IndustriepartnerInnen, sondern eben auch ja, in Richtung Wissenschaft. Und das finde ich halt sehr positiv, dass man da so Signale eben bekommt, dass sich das halt wirklich vielleicht auch in Zukunft dann etablieren kann, dass diese Kommunikation dann gestärkt wird. Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Jetzt hatten wir eine Frage von Florentin an Henrik. Das ist, glaube ich, vielleicht jetzt auch schon wieder so ein bisschen der, man merkt, dass du so ein bisschen den weiteren Blick hast durch euer interdisziplinäres Projekt. Ob ihr
Kontakt habt, Henrik, zu Kommunen oder Architekten oder Stadtplanern, die solche Aquaponik, Tomatenfischanlagen in ihre Städte, also in ihre Planung mit aufnehmen? Ja, tatsächlich. Also das Projekt, in dem wir im Moment arbeiten, heißt City Food. Und mein Kollege, der auch bei uns am Institut arbeitet, ist Stadtplaner und gleichzeitig noch beim Senat in Berlin beschäftigt. Also wir machen da tatsächlich auch sowas. Aber es kann immer noch besser werden. Also das ist natürlich immer nicht genug. Ne? Bei Interdisziplinarität kann man sich ja noch ganz viel mehr vorstellen. Aber das ist jetzt ein Punkt, den wir mit aufgenommen haben und der auch super funktioniert. Und wir haben auch noch Kollegen in Washington, die auch Stadtplaner sind und die Architekten ausbilden und die auch nochmal eine ganz andere Sichtweise in das alles reinbringen. Also es ist immer ganz lustig, wenn wir Treffen haben, weil wir dann erstmal uns auf bestimmte Wörter einigen müssen und erstmal so eine gemeinsame Sprache finden müssen, damit wir uns überhaupt gegenseitig verstehen. Aber am Ende macht das dann auch viel mehr Spaß, weil ja man selber natürlich auch seinen Horizont erweitert und auch tatsächlich die Welt dann noch mal ein bisschen anders sieht. Ja, vielen Dank. Ja, es ist jetzt noch eine Frage reingekommen über Tweetback. Hier steht zwar, die ist an alle gerichtet, aber ich würde sie doch dann eher Florentin und Caroline zuordnen, aber wir sind ja auch fast am Ende. Vielleicht schaffen wir sogar eine kleine Abschlussrunde oder so. Also die Frage lautet, gerade bei Nachhaltigkeits- und Klimafragen stellt sich ja die generelle Frage, wie viel Zeit können wir uns für Beteiligung, langwierige Demokratieprozesse nehmen in Anbetracht dessen, dass schnell viel passieren muss? Wie wird abgewogen zwischen Demokratie und Notwendigkeit, schnell zu handeln? Ja, kurze Antworten. Ja, das ist tatsächlich also eine gute Frage, aber auch wirklich eine unheimlich große Frage. Ich versuche jetzt gerade meine Gedanken mal so zu ordnen, dass ich auch schnell antworten kann. Ich würde da von zwei Punkten reingehen. Also einerseits steckt ja so ein bisschen diese Frage hinter, können wir uns Demokratie eigentlich noch leisten oder ist das eigentlich zu zeitintensiv? Und das ist natürlich eine normative Frage. Also welche Werte sind wir da bereit aufzugeben? Und in diesem Nachhaltigkeitsdebatte generell viel um Werte, Freiheit, sollte Freiheit eingeschränkt werden und so weiter. Und ja, da muss man sich, ich glaube, auch einfach normativ positionieren. Und da würden wir dann sagen, ist Demokratie auch bis zum gewissen Grade unverhandelbar und damit auch die Beteiligung der Bürgerinnen. Zum anderen muss man immer fragen, geht es denn ohne Demokratie wirklich schneller? Und das ist nicht unbedingt der Fall, weil ich meine, wir sind ja jetzt in einer Situation, wenn wir hingehen und sagen, wir haben im Moment nicht ausreichend Bürgerinnenbeteiligung. Es geht aber im Moment ja auch noch nicht schnell genug. Das heißt, es muss ja nicht unbedingt, also es scheint ja so ohne die Bürgerinnenbeteiligung auch nicht unbedingt schnell genug zu gehen. Und auch wenn man sich da ganz große Studien anguckt zu Ländern, die weniger demokratisch sind, was für Fortschritte machen die im Bereich Nachhaltigkeit, das muss man wirklich immer ganz nuanciert sehen, weil die oft dann auch ganz eigene Probleme haben. Also es ist nicht unbedingt schneller und nachhaltiger ohne Demokratie, ohne Bürgerinnenbeteiligung. Und wie gesagt, ich würde da jetzt auch ganz persönlich, da spreche ich jetzt nicht, oder kann ich jetzt, glaube ich, nicht fürs Team sprechen, ganz persönlich sagen, würde ich da auch sagen, dass Demokratie und Bürgerinnenbeteiligung bis zum gewissen Grad und in einer geeigneten Form, was, wovon ich nicht abrücken wollen würde. Ja, ich würde sagen, damit ist die Frage auch beantwortet. Das war schon sehr spezifisch auf euer Thema abgezielt, denke ich. Aber ja, stimme ich auch zu, auf jeden Fall. Das ist ein sehr komplexes Thema. Es ist jetzt anscheinend Last-Minute-Fragen sind hoch im Kurs. Ist noch eine Frage an Lisa reingekommen. Vielleicht zu naiv, aber was sagst du zu dem Vorschlag, durch Zugabe von Kalkwasser die Meere zu retten? Realistisch oder träumerisch? Ich denke mal, es zielt auf den pH-Wert ab, oder? Also, ja, das Thema Ozeanversauerung im Endeffekt, ja. Kann ich nicht so viel zu sagen, werde ich auch nicht viel zu sagen, weil ich dazu noch zu wenig gelesen habe, sage ich ganz ehrlich. ich weiß nicht, in welchem Maßstab das gemacht wird und wo das gemacht wird und was da für Ergebnisse bisher erzielt worden sind. Das müsste ich mir im Genauen angucken und eventuell noch weitere Experten zu befragen.
Ja, würde ich auch sagen, muss man sehr vorsichtig sein, künstlich in die Ökosystemfunktionen einzugreifen. Ich meine, machen wir ja eh, ob wir wollen oder nicht. Aber das gezielte Versuchen zieht meistens einen Rattenschwanz hinterher an Effekten, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Und am Ende ist es auch immer eine Frage von, was soll noch als Ökosystemdienstleistung vorhanden bleiben. Da ist natürlich das Thema Hybridkorallen auch ganz aktuell. Möchte man ein Riff sozusagen erhalten mit gezüchteten Korallen oder soll es sterben, wenn sozusagen ja, die Welt sich dahin entwickelt? Das ist natürlich auch eine Gewissensfrage irgendwo, der Mensch so mit sich vereinbaren muss. Ja, genau. Ja, gibt es noch Fragen innerhalb der Runde? Also die Tweetback-Fragen haben wir abgehakt. Ansonsten würde ich nochmal an Julia abgeben. Ja, ich glaube, man hat jetzt bei diesen Vorträgen auch eigentlich bei allen wieder gesehen, dass man zusammenarbeiten muss, um den Planeten zu retten und versuchen, neue Sachen zu entwickeln. Aber das ist alles... wie Lisa ja auch schon angesprochen hat, alles ist kein Freifahrtschein dafür, dass wir weiter so derartig über unsere Verhältnisse leben. Und insofern ist es bestimmt auch wichtig, dass sich die Leute beschränken und dass Bioökonomie dann ein Teil der Folgen des Klimawandels und der wahrscheinlich auch der großen Menge von Menschen, die auf diesem Planeten leben, abfedern kann. Aber das ist bestimmt leider nicht der einzige Weg ist, wie wir die Probleme lösen können. Aber wir haben wieder super viele spannende Ansätze jetzt kennengelernt. Zur Ernährung, zum Bürgerdialog, Korallenriffen, also eine große Vielfalt. Es hat wieder Spaß gemacht mit euch. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es dieses Google-Dokument gibt. Das findet ihr in dem YouTube-Text verlinkt. Wäre ganz toll, wenn ihr das ausfüllen könnt, dann wissen wir, was wir noch besser machen können. Es kann ja durchaus sein, dass nächstes Jahr auch noch nicht ganz normal läuft und dass wir diese Science Slam Talks in diesem Format noch bis ins nächste Jahr hinein weiterführen. Und dann würden wir natürlich gerne von euch wissen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, was wir besser machen könnten. Oder was euch gefallen hat, welche Themen ihr gerne nochmal sehen würdet. Wir versuchen dann entsprechende Experten dazu zu finden. Und mehr Infos zum Thema Bioökonomie gibt es auch unter www.wissenschaftsjahr.de. Wie gesagt, das Wissenschaftsjahr geht noch bis Ende 2021. Holger, ich überlasse dir dann jetzt die allerletzten Worte. Ja, da bleibt nicht mehr viel. Vielen Dank an euch alle, an die Expertinnen und Experten. Ich fand die Runde auch super. Wieder sehr vielfältig und spannend. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind am 10.12. wieder mit einer neuen Sendung live bei YouTube. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die diese ganze Aktion finanziert, und ausgetragen wird es vom Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Und das Haus der Wissenschaft könnt ihr natürlich auch online erreichen über hausderwissenschaft.org. Und da erfahrt ihr alles über den nächsten Termin und über andere Veranstaltungen. Und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, könnt ihr auch den Kanal abonnieren, den YouTube-Kanal. Und ich glaube, damit habe ich alles erwähnt. Das wäre es dann auch von meiner Seite. Schönen Abend noch. Macht's gut. Ciao. Ciao.